Jetzt wissen Sie, weshalb ich so gern mit Matthias Hübner zusammenarbeite. Und das, was Sie eben gehört haben, ist auch einer Kulturhauptstadt würdig. Ich freue mich sehr. Also was heißt, ich freue mich sehr, ich bin total glücklich, dass das geklappt hat, dass ich es hingekriegt habe. Ich mache nicht mehr so gerne und so viele Vorträge und dann habe ich mich doch überreden lassen. Und dass dann der Saal so voll ist, das ist ein unglaubliches Gefühl. Vielen Dank. Vielen Dank an alle, die das ermöglicht haben. Und ich muss auch gestehen, ich war so schusselig, als ich da in... Ich komme aus Witzenhausen und da habe ich da meinen Koffer gepackt und auch den Anzug da so zurechtgelegt und mit dem Jackett. Also ich hatte auch genauso ein schönes wie die beiden Bürgermeister. Und dann bin ich losgefahren und habe hier im Hotel gemerkt, habe ich vergessen. Zu Hause. Und dann habe ich gedacht, das ist genau das, was ich brauche. Dann kann ich nämlich dieses Hemd anziehen. Und da steht was Wunderbares drauf, das kann man von hinten nicht lesen. Aber das ist das Motto des heutigen Abends. Das von Schiller aus Wallenstein. Eng, eng ist die Welt, doch das Gehirn ist weit. Wahnsinn, ne? Und darüber möchte ich gerne mit Ihnen und euch heute Abend ein bisschen reden, was da eigentlich in uns allen, auch im Gehirn, aber da hängt auch ein Körper dran, eigentlich in jeder Person mit ihrem Gehirn, an wunderbaren Dingen angelegt ist. Und dann würde ich gerne ein bisschen dazu beitragen, dass sich das alles auch so wunderbar entfalten kann. Und wir wissen ja alle, dass es manchmal eben auch sehr eng ist in der Welt. Und dann über längere Zeiträume wird das alles immer verrückter. Im Augenblick habe ich das Gefühl, wir sind in einem Irrenhaus angekommen und das ist alles sehr eng. Was mir die größte Sorge macht, ist nicht die Klimakatastrophe, sondern das, was mit unseren Kindern passiert. Weil wir im Augenblick dabei sind, eine ganze Generation von Kindern großzuziehen, die lebensuntüchtig sind. Ich sage es jetzt mal so hart, wie es ist. Darüber können wir noch länger reden. Ich würde mich freuen, wenn hier in Chemnitz, gerade dort, wo es am schlimmsten ist, muss es am besten werden. Wenn wir hier in Chemnitz, wenn es hier in Chemnitz möglich wäre, einen Leuchtturm aufzubauen für das ganze Land, wo alle Menschen hier in Deutschland und vielleicht darüber hinaus sehen, was das für eine wunderbare Stadt ist und wie die Menschen hier ihre Kinder ins Leben begleiten. Und zwar nicht so, dass sie dann den ganzen Tag mit diesen Geräten herumsitzen, sondern dass sie ihre ganze angeborene Entdeckerfreude und Gestaltungslust in diesem Leben, hier im realen Leben, im Zusammenleben mit den anderen auch wirklich zur Entfaltung bringen können. Das wäre ein wunderbarer Traum und irgendwo muss man doch mal anfangen. Also... Und das kennen Sie alle, es gibt manchmal Situationen, wo es über eine längere Zeit wirklich immer komischer wird und immer enger. In Familien fühlt man dann plötzlich, wie das, der Blick sich immer weiter verengt. Und Angst ist auch sowas, was das so eng macht und auch ganze Städte und auch ganze Gesellschaften können so eine Enge entwickeln. Und dann kann das passieren, dass auch es im Gehirn, wenn man da lange genug mit dabei ist und womöglich gar mitgemacht hat, dass es da auch so eng wird. Schrumpft das Hirn so zusammen. So. Und dann passt es wunderbar in die Welt, in die enge Welt mit dem engen Gehirn. Und das ist mir auch passiert, ist Ihnen allen passiert. Ich komme ja aus dieser ehemaligen DDR. Ich habe in Leipzig studiert und da kann ich jetzt im Nachhinein sagen, das war die Enge. Ich habe es nicht ausgehalten. Mag sein, dass es andere Leute aushalten. Ich konnte das nicht. Ich habe dann darüber nachgedacht, wie ich da das wieder weit kriege. Ich konnte nicht in so einer engen Welt, wo alles überwacht wurde und wo ich ständig Angst hatte, ob ich das Richtige sage, konnte ich nicht leben und bin dann abgehauen. Und habe eigentlich gar nicht so richtig, das war natürlich eine Befreiung, auf einmal konnte ich da viele Dinge machen. Und ich erinnere mich aber an zwei Dinge und die haben mir nochmal deutlich gemacht, wie tief diese Enge in den Menschen hineingeht. Ich habe zwei Erfahrungen gemacht,
da drüben, als ich da angekommen war, nach einer gewissen Zeit hatte ich Gelegenheit, die Alpen zu besuchen und habe an den Alpen, als ich da vor diesen Bergen stand, da sind mir die Tränen gekommen. Da gehst du auf die Knie und es läuft dir hinten kalt den Rücken runter und du weißt nicht, was mit dir los ist, weil du plötzlich merkst, da gab es eine irrsinnige Sehnsucht in dir und du hast du die ganze Zeit unterdrückt. Und jetzt bist du da plötzlich da und dann geht es auf. Das ist dieses, was ich damit meine. Dann geht das Hirn auf. Und das kann ich euch allen nur wünschen, dass ihr solche Momente habt, in denen das passiert. Ich hatte dann dasselbe nochmal erlebt beim Atlantik. Also irgendwie sind das zwei Schlüsselszenarien, die für mich so abgetan waren und wo ich wusste, da komme ich nie hin. Und dann plötzlich stehst du da und wow, großartig. Ja, und so geht es uns ja in sehr vielen Bereichen des Lebens, dass es da immer wieder so eng wird und man dann nicht weiß, wie man rauskommen soll. Ich bin ja dann aus dieser DDR abgehauen und bin dann in einem exzellenten Max-Planck-Institut gelandet, wo ich auf einmal forschen konnte, wie verrückt. Ich bin da richtig auch reingegangen und habe experimentelle Hirnforschung über Jahre hinweg gemacht, bin dann auch so ein Experte für serotonerge Präsynapsen geworden und was man da alles so hat. Und dann habe ich gemerkt, hey, das wird doch nichts. Das wird ja wieder so eng. Statt das ganze Hirn habe ich auf einmal nur noch Präsynapsen gesehen. Und statt die ganze Welt mir anzuschauen, habe ich nur noch meine Experten gesehen, die ich ab und zu auf den Kongressen gesehen habe. Also das bin ich dann weg und habe gedacht, na, dann gehst du in die Psychiatrie, nicht als, sondern als, und habe dort in der psychiatrischen Klinik an der Uni in Göttingen so eine Forschungsabteilung für Grundlagenforschung in der Psychiatrie aufgebaut, weil ich dachte, da hast du doch wieder mit dem ganzen Menschen zu tun, mit dem allem, was da im Hirn so vor sich geht und da kannst du dich doch als Hirnforscher mit dem, was du da alles weißt, richtig toll einbringen und kannst den Leuten endlich erklären, woran das liegt, dass sie eine Depression, eine Angststörung oder was weiß ich was kriegen. Und dann war ich da ein paar Jahre wieder wie wild gearbeitet und da hatte ich nun aber doch diesen Kontakt mit diesen Patienten und also ehrlich gesagt, das ist mir dann, erst wollte ich es nicht wahrhaben und dann ist es mir immer deutlicher geworden, fast alle, die ich dort getroffen habe, wären niemals dorthin gekommen, wenn mal irgendwann vorher jemand mit ihnen geredet hätte. Und da habe ich verstanden, dass das doch überhaupt nichts nützt, wenn ich weiter denen erzähle, dass die eine unzureichende Aktivität in der präfrontalen Rinde haben und dafür das Striatum überaktiv ist. Und da habe ich dann beschlossen, dass ich diese Erkenntnisse aus der Hirnforschung und in den 90er Jahren war ein richtiges Boomjahr für diese Neurobiologie, weil die da ihre Geräte hatten plötzlich diese Computertomographen und dann konnten die in das lebendige Hirn eines Menschen reingucken und zuschauen, was da los ist da oben und auch zuschauen, wie sich das verändert. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das muss doch raus, das müssen doch alle Leute wissen. Und dann habe ich angefangen, eine andere Art von Wissenschaftler zu werden, nämlich einer, der sich nicht mit den kleinen serotonergen Präsynapsen befasst, sondern mit der Frage, wie wir endlich hier zusammen eine Welt aufbauen, in der es nicht mehr so viele Menschen gibt, die eine Kümmerversion dessen werden, was aus ihnen hätte werden können. Und da sind wir dabei. Und das ist auch eine schöne Aufgabe und das wird auch immer schöner. Und deshalb habe ich gedacht, ich nenne den Titel für diesen Abend heute mit Ihnen gemeinsam auf der Suche nach dem verlorenen Glück. Und Sie haben ja sicher alle schon mal irgendwo so einen populärwissenschaftlichen Artikel gelesen. In der Zeitung steht ja ständig, was die Hirnforscher alles übers Glück rausgekriegt haben. Also kennen Sie die Glückshormone alle. Und Sie wissen, da gibt es so ein Belohnungszentrum. Und vergessen Sie das alles. Vergessen Sie es. Es nützt Ihnen nichts. Dass da Dopamin ausgeschüttet wird oder Serotonin oder was weiß ich was, das ist alles nett zu wissen, vor allen Dingen für die Pharmaindustrie, aber wir können damit eigentlich nichts anfangen. Und nur um mal deutlich zu machen, was das wirklich heißt,
Sie kennen alle diese Situation in einem Kaufladen, also in so einem Kaufhaus, also so Rewe oder wie die da so heißen. Die haben dann diese Kasse mit dem Förderband, wo man sich so mit dem Korb einstellen muss. Und dann haben die daneben so Regale platziert mit besonderen attraktiven Dingen für die Kinder. Also Überraschungsei zum Beispiel gab es da früher immer. Und dann kennen Sie auch, dass da irgend so ein Papa oder eine Mama mit dem kleinen Mäxchen da kommt und dann hat der Korb ist schon voll und Mäxchen kommt an dem Regal vorbei und Mama! Ja? Und dann will er eben das Überraschungsei haben. Mama ist tapfer, sagt, nein, das gibt es jetzt nicht. Da brüllt er noch lauter. Mama guckt sich um. In der Schlange stehen lauter Leute und gucken schon die Mama so komisch an. Und irgendwie gibt sie dann auf und dann fällt das Ei dann auf das Förderband und sie bezahlt das. Und jetzt kommt es. Und hinten, hinter der Kasse, schnappt sich Mäxchen dieses Ei und läuft so weg. So, das ist kein Glück. Meine Damen und Herren, das ist kein Glück, das ist Triumph. Das ist was völlig anderes. Aber da ist natürlich das Belohnungszentrum im Hirn auch aktiv. So, und wenn wir den wirklichen Kontrast herstellen wollen, dann müssen Sie sich an das andere Bild erinnern und die andere Situation, die auch jeder kennt, als damals das kleine Mäxchen oder wer immer das Mariechen, als das Mariechen noch auf allen Vieren da unten rumgekrabbelt ist und das einigermaßen dann geklappt hat, dass sie überall hin konnte und dann hat sie sich irgendwo an so einem Tischbein festgehalten und sich aufgerichtet und dann stand dieses Kind das erste Mal auf seinen zwei Beinen. Und der erste Blick geht zu Mama oder Papa und das ist Glück. Das ist es. Darum geht es. Und da merken Sie, mit dem Belohnungszentrum ist das nicht erklärt, sondern hier wird eine Sehnsucht und ein tiefes Bedürfnis dieses Kindes verwirklicht. Es möchte dazugehören, es möchte so sein wie Mama und Papa und es möchte auch zeigen, dass es was drauf hat. Das sind die beiden Grundbedürfnisse, mit denen jeder Mensch zur Welt kommt. Die bringen wir alle schon aus dem Mutterleib mit, weil da waren wir ja so tief und so eng wie nie zuvor und später auch nie wieder mit einem anderen Menschen verbunden. Das ist als Erfahrung gespeichert. Man könnte sagen, in jeder Zelle dieses Körpers und natürlich auch in jeder Verknüpfung, die sich da im Hirn schon ausgebildet hat. Und deshalb kommt jedes Kind mit der Sehnsucht zur Welt, dass da doch bitte irgendwie eine Mama sei, die so ähnlich riecht, wie es dort gerochen hat, die so ähnlich spricht, wie das dort geklungen hat, die so einen Herzschlag hat, den man hört, wenn man an die Brust gelegt wird. Und ich will das gar nicht alles wiedererzählen. Sie ahnen schon und das ist dieses tiefe Grundbedürfnis nach Verbundenheit, was jedes Kind stillen möchte, das nennen wir dann Bindungsbedürfnisse. Gott, das hört sich so blöd an. Und das Zweite ist dieses andere Grundbedürfnis, was, glaube ich, genauso wichtig ist, was man häufig vergisst. Das Kind ist auch 9 Monate lang jeden Tag ein Stück gewachsen. Und es hat auch eine ganze Menge von Kompetenzen schon vor der Geburt sich angeeignet. Das weiß ja schon sehr viel. Auch, wie ich es eben erzählt habe, über die Mama, der Geruch der Mama, die Stimme der Mama, die Lieder, die die Mama singt, alles ist schon da. Und deshalb hat dieses Gefühl, das Kind dieses Gefühl, dass es mit diesem Wachsen doch bitte jetzt da draußen weitergehen soll. Und deshalb sucht es da draußen immer wieder neue Gelegenheiten, wo es was gestalten kann, wo es was entdecken kann. Angeboren, braucht keiner dem Kind beizubringen, ist ein Bedürfnis und wenn das nicht gestillt werden kann, leidet das Kind. Und jetzt können wir die Frage stellen mit dem Glück und dann komme ich eben auch zu einer relativ einfachen Erklärung. Das Hirn des Menschen oder auch alle anderen Hirne, gleich sage ich es noch ein bisschen weiter gefasst, hat im Grunde genommen nur ein einziges Arbeitsprinzip. Und dieses Arbeitsprinzip heißt, wir müssen uns da oben, diese Nervenzellen, wir müssen uns da oben so organisieren, dass eine Art von Verknüpfung entsteht, die dafür sorgt, dass das Ganze erhalten bleibt und die Funktion erfüllt werden kann, aber möglichst wenig Energie verbraucht. Möglichst wenig Energie verbraucht. Das macht das Hirn nicht aus Selbstzweck, sondern das ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, der es dazu bringt. Und es ist auch nicht nur das Hirn, was immerzu in allem, was da passiert,
immer wieder versucht, die einzelnen Teile und Konstituenten so zu ordnen, dass möglichst wenig Energie verbraucht, sondern das ist auch ein Ameisenhaufen. Gehen Sie mal raus, gucken Sie sich so ein Ameisenhaufen. Das ist ein Energiesparbau. Gucken Sie sich den Flug der Kraniche an, wenn die in den Süden ziehen oder wieder zurückkommen in dieser V-Formation. Das wissen wir inzwischen alles, der Vordere, der davor fliegt, erzeugt einen Aufwind für den Hinteren, sodass es dem hinten ein Drittel leichter fällt, diesen Flug zu machen. Das ist Energiesparen, deshalb fliegen die so. Und wir natürlich alle, da will ich jetzt nicht so ins Tiefe gehen, aber da können Sie sich mal selber fragen, wo Sie überall Energie sparen. Denken ist doch das Hirn anstrengen. Probleme haben, wer hat denn da Lust drauf? Lieber zu Hause auf dem Sofa, also wir nennen das, diesen Energiesparmodus nennen wir inneren Schweinehund. Da sitzen wir dann auf dem Sofa, schalten den Knopf an und dann können sie uns ja hier beschallen. Das ist eine ständige Verführung, dass das Hirn sich einen Modus sucht, wo alles gut zusammenpasst. Das nennen wir Kohärenz. Wenn alles richtig gut zusammenpasst, also wenn die rechte und die linke Hälfte und meine Erinnerung und Erfahrung zu dem passen, was da gerade passiert und wenn Körper und Seele oder was auch immer und Geist eine Einheit bilden und wenn ich mit mir selbst und mit den anderen Menschen um mich herum auf so eine wunderbare Weise verbunden bin, dass ich immer zu nur juchzen könnte vor Freude und dann auch noch mit der Natur und manche sogar mit dem Kosmos. Und das ist dieses Gefühl, wow, totale Kohärenz, nichts stört mehr. Das wollen wir alle. Das ist uns auch seit Menschengedenken ist uns das immer eingeredet worden, dass das so geht. In der amerikanischen Verfassung steht das sogar, Pursuit of Happiness. Da darf man sogar das Recht haben, sein Leben immer wieder auszurichten an dem, was einen glücklich macht. Deshalb streben alle Menschen nach diesem glücklichen Zustand. Aber meine Damen und Herren, es tut mir furchtbar leid. Der einzige Augenblick, wo da im Hirn und im Körper und sonst wo alles richtig gut zusammenpasst und nichts mehr stört. Das war's dann. Das ist so bitter. Also dieses Himmelreich, wo alles, ja, aber erst nach dem Tod, wo alles passt. Und vorher passt es nie. Und deshalb können Sie auch vergessen, dass Sie immer wieder einen Zustand anstreben, wo Sie denken, jetzt kommt's, die schöne Kreuzfahrt, der schöne Urlaub, der Lottogewinn oder was weiß ich, was man noch alles so unter Glück versteht. Das hat mit Glück nichts zu tun. Und wenn Sie mal wissen wollen, was so ein Lottogewinn für ein Glück ist, dann fragen Sie mal so ein paar Gewinner nach 10 Jahren, was da geblieben ist von dem Lottogewinn. Furchtbar, die sind alle hoch unglücklich geworden. Und deshalb geht es eigentlich um was anderes und darüber möchte ich gerne heute mit Ihnen ein bisschen tiefer reden. Es geht darum, dass wir uns gegenseitig helfen, immer wieder neue Probleme zu haben. Immer wieder uns gegenseitig Probleme machen, aber uns auch dabei helfen, dass wir sie lösen können. Wenn man sich gegenseitig Probleme macht, die keiner lösen kann, ist eine Katastrophe. Manche Eltern machen das mit ihren Kindern. Ne? Und also da gibt es diese zwei großen Grundfehler, die man machen kann. Entweder man räumt dem Kind alles beiseite, damit es gut durchkommt, in der Hoffnung, dass das dann alles gut wird und mit dem Ergebnis, dass das Kind niemals in seinem Leben eine Gelegenheit hat, irgendein Problem zu lösen und dann später über jeden Kieselstein stolpert, weil Mama und Papa so tapfer die kleinen Brocken vom Weg runtergelegt haben. Und das Zweite, was eben auch leider so oft schiefläuft, ist, dass Kinder mit Problemen belastet werden, die kein Kind lösen kann. Was kann denn das Kind mit den Problemen von Mama und Papa anfangen, die an der Arbeit und miteinander haben? Das kann kein Kind lösen. Und dann sieht man immer wieder, wie diese Kinder sich mit allem, was sie haben, darum bemühen, dass das da bitte wieder zusammenkommt und dass das Problem gelöst wird. Und wenn man dann feststellt, ich würde gerne das Problem lösen und Mama und Papa helfen, dass sie aus der Nummer wieder rauskommen und Papa, der dauernd von der Arbeit kommt und sagt, so ein scheiß Job oder was auch immer. Und das Kind merkt dann, es kann dem Papa nicht helfen. Wissen Sie, was dann passiert? Dann unterdrückt es sein Gefühl, dem Papa helfen zu wollen. Dann denkt es nur noch, okay, ich kümmere mich dann jetzt um mich. Und das ist eng. Weil da geht etwas ganz Großes plötzlich verloren und wird ganz eng. Und ja, dann muss man sehen, wie man es wieder aufkriegt. Und es gibt eine
ein Grundsatz in der Begleitung von Kindern und Jugendlichen und dann auch im Zusammenleben von anderen Menschen. Und der heißt, wir müssten alle versuchen, uns dabei zu helfen, die in uns angelegten Potenziale entfalten zu können. Wir müssten ein richtiges, ernsthaftes, das wünsche ich mir hier für Chemnitz, wir müssten alle ein ernsthaftes, unbedingtes Interesse an der Entfaltung unserer Nachbarn, unserer Freunde, der anderen Menschen haben. Unbedingt heißt, egal wie die aussehen. Und die größte Erschütterung unserer Kohärenz, das ist, muss ich, also, ich weiß gar nicht, ob Sie das so schon fassen können. Also, ich versuche es nur mal ein bisschen klarer zu machen. Jede Nervenzelle in Ihrem Hirn, hier vorne gibt es zum Beispiel so Pyramidenzellen in der präfrontalen Rinde, jede einzelne Nervenzelle ist doch mit 100 anderen verbunden. Die haben alle so Fortsätze. Und dann werden über diese Transmitter ausgeschüttet. Das ist so wie so eine große Gemeinschaft, wo die alle miteinander reden und sich gegenseitig was mitteilen. Und wenn jetzt da eine Nervenzelle von anderen Nervenzellen zu viel abkriegt, also auf Deutsch gesagt, wenn da welche sind, die sie dauernd mit ihren Klugscheißereien belästigen und sie ständig erregen, weil da schon wieder was kommt von irgendwo, dann baut diese Nerv, da ist die doch nicht blöd, die macht, der stört ihre Kohärenz. Ja? Weil jetzt wird plötzlich so viel Energie verbraucht, weil die ständig das verarbeiten muss, was die anderen auf sie herabprasseln lassen. Und dann versucht sie eine Lösung zu finden und die Lösung ist der helle Wahnsinn. Die wächst an der Seite, wächst da so ein Fortsatz aus, geht zu dieser anderen, die so viel quatscht und sie immer zu stört und hemmt die. Da ist die still. Das ist jetzt Kohärenz. So versuchen das die Nervenzellen. Jedes Kind, wenn das noch gar nicht auf der Welt ist, da versucht das Hirn, jetzt haben wir mehrere Nervenzellen, da versuchen diese Nervenzellen immer wieder Kohärenz herzustellen und da wird ja erstmal sehr viel an Material bereitgestellt, also an Nervenzellen und Fortsätzen und sowas und da verknüpft sich sozusagen alles mit allem und das ist ein riesiger Überschuss an Verknüpfungsmöglichkeiten und dann wird irgendwann auch so ein Kabel hochwachsen, meinetwegen vom Arm. Das ist dann der Nerv, der dann hier so hochgeht, der von den Muskeln kommt und dann, wenn der Muskel, und das passiert dann ja, das kennt man ja auch, dann fängt irgendwann dann so beim ungeborenen Kind, wenn es noch so klein ist, der Arm anzuzucken. Und dieses Signal wird jetzt hier nach oben geleitet und das bringt das da oben durcheinander. Jetzt wird das inkohärent, passt nicht mehr, wird ein Haufen Energie verbraucht. Und dann sucht dieser Bereich im Hirn, der dann später mal für die Steuerung dieses Armes zuständig sein wird, nach einer Möglichkeit, wie es dieses Gezucke da und das, diese blöde Störung irgendwie unter Kontrolle kriegen kann und findet auch Verknüpfungen, mit deren Hilfe es möglich wird, das Zucken zu lenken. Und dann wird das eine Bewegung. Dieses Netzwerk hat gelernt, die Störung zu beseitigen, indem es diese Zuckereien in eine Bewegung verwandelt. Wahnsinn. Ist auch Kohärenz. Ist auch das gleiche Prinzip. Und so geht es eigentlich überall, dass immer wieder alles, was lebt, diesen Zustand von Kohärenz anstrebt. Ich will jetzt nicht so durchgehen, aber jeder von Ihnen erinnert sich vielleicht noch an seinen ersten Kuss. Und das vergisst man deshalb nicht, weil vorher gab es so eine Sehnsucht, dass es doch mal passieren möchte. Das war dann oftmals richtig inkohärent. Da hatte man Kummer, dass es immer noch nicht geklappt hatte. Und dann auf einmal klappt es und dann erlebt man etwas Großartiges. Ein inkohärenter Zustand wird in einen kohärenteren Zustand überführt durch das, was man da gemacht hat. Und immer wenn das im Hirn passiert, werden Botenstoffe ausgeschüttet, die nicht nur solche Netzwerke aktivieren, die man dann körperlich spürt, nämlich als eine große Freude und Körperreaktion, die mit dieser Freude einhergehen, sondern diese Botenstoffe wirken gleichzeitig auch noch wie Dünger. Also das sind sogenannte neurotrophe Wachstumsfaktoren oder Botenstoffe und die regen jetzt diese Nervenzellen, die man eben beim Küssen benutzt hat. Die regen diese Nervenzellen an, nochmal irgendwas auszuwachsen, nochmal einen Fortsatz zu machen, nochmal sich neu zu verknüpfen, bestehende Verknüpfungen fester zu machen. Und so wird man dann ein immer besserer Küsser.
So geht das fürs Fahrradfahren, so geht das fürs Laufen lernen, so geht das für Sprache lernen. Immer ist es am Anfang noch schwer und es ist energieaufwendig. Also wenn man so an so ein kleines Kind denkt, wie die da mit dem Löffel da oder mit der Tasse an den Mund, das ist ja Irrsinn, was da für ein Haufen Muskeln bewegt werden müssen. Und das klappt ja natürlich nicht gleich, aber jedes Mal klappt es besser und dann entsteht im Hirn sozusagen eine Vernetzung und dann braucht das Kind gar nicht mehr zu überlegen, wenn es was trinken will, greift zu und trinkt, das macht das Hirn dann von allein. Das ist Energiesparen. Das Hirn lernt sozusagen Automatismen, wenn die immer wieder auftauchen, um dabei diesen Energiesparmodus zu haben. Und das geht bis ins hohe Alter. Wie schön ist das, wenn man im Alter noch mal Gelegenheit hat, mit seinen Enkelkindern etwas zu erleben, was sie bisher, was einem selbst wieder lebendig macht. Und wie schön ist, wenn man im Alter das Gefühl hat, dass es noch irgendjemand gibt auf dieser Welt, der einen braucht und zumindest froh ist, dass man noch da ist. Das sind Kohärenzerfahrungen, die das tiefe Glück bedeuten, weil da plötzlich etwas, was bis dahin nicht so gut gepasst hat, plötzlich passt. So. Und das, was uns am meisten allen zu schaffen macht, auch Ihnen hier in Chemnitz, und was uns schon von Anfang an so sehr zu schaffen gemacht hat, auch damals, als Sie noch ganz klein waren, ist der Umstand, dass wir in einer Welt leben, wo wir gegenseitig uns diese beiden Grundbedürfnisse nach Verbundenheit und nach Autonomie verletzen. Das machen wir, indem wir am Anfang noch nicht. Also wenn man noch so ein ganz kleines Baby, da lassen wir die ja noch. Die dürfen noch spielerisch ausprobieren, wie was geht. Die finden raus, wie man krabbelt. Die finden raus, wie man auf zwei Beinen läuft. Die finden raus, wie das mit dem Sprechen geht und was das für eine Kunst ist. Mit der Zunge, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, mit der Zunge aus dem Nichts heraus zu lernen, wie man ein Wort formt. Und dann nach einem Jahr können die ganze Sätze sprechen und die Mama versteht es auch noch. Das ist ein Wunder. Und das geht nur deshalb, weil das Kind mit einer solchen Begeisterung immer wieder es ausprobiert, immer wieder wird es inkohärent, das nennt man spielerisches Ausprobieren, es wird probiert, wie er mit der Zunge geht und dann wird das, was funktioniert, weitergeführt. Die entsprechenden Verschaltungen im Hirn werden gefestigt aus dünnen Nervenwegen, die anfangs da waren, werden Straßen, am Ende Autobahnen, dann braucht man gar nicht mehr nachzudenken. Dann kann man das auf einmal so. Und die schwerste Problematik taucht dann auf, wenn ein Kind merkt, dass es nicht mehr selbst der Gestalter seines eigenen Lernprozesses ist oder dass es nicht so, wie es ist, angenommen wird. Wenn es also nicht so sein darf, wie es ist, sondern wenn es so werden soll, wie Mama und Papa sich das vorstellen, dann wird das Kind plötzlich zum Objekt der elterlichen Vorstellungen, der elterlichen Absichten, der elterlichen Ziele, der elterlichen Belehrungen, der elterlichen Ermahnungen und dann auch noch der Bewertungen und am Ende auch noch der Maßnahmen. So. Und das passiert uns allen, das ist uns allen passiert, müssen wir auch nicht lange drüber reden, das ist eben, wir leben in so einer Gesellschaft, wo das gang und gäbe ist, weil wir das ja auch im Erwachsenenalter, auch hier in Chemnitz ständig erleben, dass wir von irgendjemand zum Objekt gemacht werden. Ich gehe zum Arzt, der macht mich zum Objekt seiner Diagnose und seiner Analyse, ich gehe irgendwo zu einem Amt, da werde ich zum Objekt dieser Beamten gemacht, also überall kann man hingehen, Käufer und Kunde, Lehrer und Schüler, Arzt und Patient, alles sind solche Objektbeziehungen, da begegnen sich nicht zwei Menschen, sondern da benutzt der eine und sagt dem anderen, worum es geht und was er zu tun hat. Und immer dann, wenn man das erlebt, dass man wie ein Objekt behandelt wird, gibt es eine innere Stimme, die uns sagt, das ist nicht in Ordnung. Die ist am Anfang bei einem Kind noch ziemlich laut. Weil das, diese innere Stimme heißt ja, ich möchte doch diese beiden Bedürfnisse nach Verbundenheit stillen und auch das nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten. Wenn ich jetzt aber gesagt kriege, dass ich so wie ich bin, der Mama noch nicht gut genug bin, dann heißt es, die ist nicht wirklich mit mir verbunden, sondern die will irgendwas aus mir machen, was ich gar nicht bin. Und wenn ich dann irgendwas gestalte, ich baue dann einen Turm oder male irgendwas und dann kommt jemand und sagt, hey, das war so nix, das muss man so malen. Was ist denn das? Da wird das Bedürfnis nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten unterdrückt und jetzt dürfen Sie dreimal raten, wie die Lösung aussieht, die das Kind findet, die Sie alle gefunden haben. Man hört auf. Null Bock.
Ich will gar nichts mehr lernen. Da muss man, damit man das überhaupt aushält, dass man wie so ein Objekt behandelt wird, muss man beides, sein Bedürfnis nach Verbundenheit und sein Bedürfnis nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten, so lange unterdrücken, bis es nicht mehr da ist. Und dann kann man in die Schule gehen. Dann passt man. Ich sage das deshalb, weil ich früher auch immer gedacht habe, die Schule ist der Ort, wo das alles stattfindet. Ich habe dann aber, das könnten wir heute auch mal, ich habe so eine Technik jetzt nicht zur Verfügung, ich habe dann die Leute gefragt bei solchen großen Veranstaltungen, wann ihnen denn, jeder erinnert sich noch daran, wann das passiert ist, dass die Freude am eigenen Entdecken und Gestalten verschwunden ist. Und da habe ich gedacht, in der Schule sagen die alle. Nee, 3/4 sagen zu Hause, im Elternhaus, bei den eigenen Eltern. Und das kommt so, weil die Eltern es auch nicht anders erlebt haben. Bei ihnen ist es ja auch so. Und die Lösung haben sie ja auch gefunden, nämlich da muss man durch, ohne Druck keine Leistung und was dann alles so geredet wird. Das haben die verinnerlicht und das geben die jetzt immer von Generation zu Generation an ihre Kinder weiter. Und dazu würde ich gerne heute Abend beitragen, dass das hier in Chemnitz wenigstens erstmal durchbrochen werden kann. Wäre doch eine tolle Sache, wenn alle Chemnitzer gucken und immer wieder versuchen, Bedingungen zu schaffen, die dazu führen, dass kein Kind hier in dieser Stadt sich behandelt fühlt wie ein Objekt. Oder positiver gedreht, dass jeder Chemnitzer versucht, ein wirkliches Interesse an der Entfaltung eines Kindes zu haben, dem er begegnet. Ich will nur noch mal die Dramatik beschreiben, wie wichtig diese Tatsache ist, dass ein Kind sich in dieser Weise, in dieser Einzigartigkeit mit seinen Bedürfnissen gesehen fühlt, weil es ja diese wunderbaren Untersuchungen gibt in den Slums von Südamerika, in den Großstädten. Klar kommen da Kinder raus, die katastrophal sind, drogenabhängig und Dealer werden und kriminell werden und asozial werden und keine Ahnung, was da alles passiert. Und dann ist aber trotzdem immer mal wieder eins dabei, was dann in die Schule geht und dann wundert man sich, und wie das gekommen ist, und dann studiert es auch noch und dann wird es auch noch Rechtsanwalt oder irgend sowas. Und dann fragt man, was haben die gemacht? Und dann haben die gefragt, was ist denn bei dir passiert, dass du aus der Nummer rausgekommen bist? Alle anderen Kumpels von dir sind im Knast gelandet und du bist hier der Rechtsanwalt in irgendeiner großen Kanzlei. Und dann haben diese Kinder gesagt, ja, hätten sie auch schon überlegt, es war wohl der Onkel. Also irgendeine Person im Umfeld, die wirklich, der sind sie begegnet, und diese Person hat an dieses Kind geglaubt. Hat ihm deutlich gemacht, dass diese Person hat dem Kind gesagt, dass es daran glaubt, dass es was hinkriegt. Dass es dem was zutraut. Dass es das toll findet, dass es da ist. Und dass es was ganz Einzigartiges und ein wunderbarer Schatz ist. Und das hat manchmal so gesessen, das ist nicht mehr Objekt, sondern da erlebt man sich als Subjekt, als jemand, der gesehen wird von dem Erwachsenen und nicht nur einfach toleriert, sondern wo man merkt, da hat jemand wirklich ein Interesse daran, dass ich das alles aus mir rausbringe, was da in mir drin ist. Und dann sind die losgegangen und die sind in die Schule und haben dann noch nachmittags in der Bibliothek weitergearbeitet, haben sich für die Studienplätze beworben und sind durchmarschiert wie die Raketen. Und es war nur eine Begegnung, nicht die ganze Zeit Frühförderung und sonst was für ein Quark. Eine Begegnung hat gereicht, um so einem Kind deutlich zu machen, ich bin wertvoll. Und das ist doch unglaublich, dann hat ja jeder von Ihnen die Möglichkeit, irgendwann vielleicht draußen auf der Straße in Chemnitz oder auf dem Spielplatz einem anderen Kind zu begegnen und ihm diese Erfahrung zu ermöglichen, wenn es schon die eigenen Eltern nicht können und wenn es die Erzieherinnen im Kindergarten auch nicht können. Es würde reichen, man müsste es nur wollen. Es tut auch nicht weh. Man kann einfach das Kind anschauen und kann gucken, und ihm deutlich machen, dass man ein unbedingtes Interesse daran hat, dass es das, was in ihm drin steckt, auch zur Entfaltung bringt. Wunderbar. So, und jetzt habe ich ja gesagt, es läuft leider noch nicht so gut, auch in Chemnitz, nirgendwo eigentlich in der westlichen Welt. Und deshalb erleben wir alle, ich glaube, es gibt hier keinen im Saal, der das nicht erlebt hat, wie er
damals in der Kindheit in eine Situation gebracht worden ist, wo er gemerkt hat, die richtige Liebe kriegt er dann, wenn er das macht, was Mama oder Papa sich vorstellen. Das ist dieses so. Und da kann man sich ja ausrechnen, was man dann für kohärenzstiftende Lösungen im Hirn findet. Manche werden das ganze Leben lang Leute, die immer die Wünsche und die Absichten von anderen Menschen erraten wollen, um sie glücklich zu machen. Furchtbar. Es ist kein eigenes Leben mehr. Manche machen dann irgendwelche Berufe und arbeiten das halbe Leben lang und das ist gar nicht ihr Ding gewesen. Nur weil Mama oder Papa das gemeint haben und sich gefreut haben, dass der Sohn jetzt Arzt wird. Der wäre aber viel lieber Cellist geworden. Aber das kommt dann nicht mehr vor. Ja, und man findet dann eben diese eine Möglichkeit, dass man sich an die Wünsche der anderen, die einen sozusagen mit ihren Erwartungen zum Objekt gemacht haben, anpasst. Und manche können das nicht und die machen sich selbst zum Objekt. Das ist noch furchtbarer. Die sagen dann, ich kann das nicht. Ich bin nicht schön genug, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert genug, wie immer. Das heißt, immer Selbstzuschreibung, ich bin nicht richtig. Und damit haben sie sich das zu eigen gemacht. Aber es ist eine Lösung, weil wenn jetzt einer kommt und sagt, du bist nicht richtig, dann sagt das Hirn, ja wunderbar, weiß ich doch. Ja? Mathe im Unterricht, wieder an die Tafel, wieder eine 5. Ach ja, Mama konnte auch schon keine Mathe, wahrscheinlich habe ich Dyskalkulie, keine Ahnung. Dann ist man raus aus der Nummer, man braucht nicht mehr, man will auch nicht mehr. So, und manche kommen auch auf die Idee, und weil sie auf irgendeine Art und Weise das Gefühl haben, dass sie nicht genug gesehen werden und dass sie immer wieder von anderen herumkommandiert werden, dann übernehmen die das Kommando. Der kleine Anführer auf dem Spielplatz kennt man doch. Führungskräfte werden das mal. Lernen schon auf dem Spielplatz die anderen Kinder vor ihren Karren zu spannen und sie zum Objekt ihrer jeweiligen Absichten und Ziele zu machen. Manche, zu denen gehöre ich, bin ja auch kein anderer. Also ich bin in derselben Welt groß geworden. Das war wahrscheinlich erziehungstechnisch, darf ich das gar nicht so erzählen, was da alles abgelaufen ist. Aber ich wusste, dass meine Mama sich immer furchtbar freut, wenn ich aufräume. Also ich hatte ja noch kein Kinderzimmer, sowas gab es ja damals nicht, aber ich hatte so eine Ecke und da sollte es immer schön aufgeräumt aussehen. Also habe ich gelernt aufzuräumen. Und bis heute ist es so, dass wenn ich irgendwie mein ernsthaftes Problem habe mit mir selbst oder mit meiner Frau, dann gehe ich in mein Büro und räume auf. Das ist ein so eingebranntes Muster. Und ich weiß nicht genau, ob ich nicht auch so ein exakter Naturwissenschaftler geworden bin, weil ich so gerne aufräume. Keine Ahnung. Ja, und so kann man, und dann gibt es andere, die fühlen sich nicht gesehen und dann haben die immer das Bedürfnis, anderen zu zeigen, dass sie noch da sind. Diese Aufmerksamkeitserheischer, oh furchtbar, die gehen einem so auf den Senkel, weil sie immer zu kommen sie mit irgendwas, was sie noch gehört haben und was sie noch für wichtig halten und wollen, dass jemand anders da mitteilen. Das ist aber nicht böse gemeint, sondern das ist ihre Art, sich Zuwendung zu verschaffen, Aufmerksamkeit zu finden, sich das Gefühl zu verschaffen, sie gehörten noch mit dazu. Heute ist eine ganze junge Generation auch mit den digitalen Geräten in ihren Chatrooms und in ihren sozialen Medien mit nichts anderem beschäftigt als mit der Generierung von Aufmerksamkeit und dem Gefühl, was sie sich einbilden, dass sie dann jetzt zu irgendeiner Gruppe dazugehören. Wenn die dann gelöscht werden, ist das so, als ob sie gestorben sind. Das ist wie Mord. Können wir uns alles gar nicht mehr richtig vorstellen, aber es ist eben hochproblematisch. Ja, und diese ganzen, nennen wir es mal Anpassungen oder Lösungen, Lösung ist das richtige Wort, damit wir das nicht so negativ bewerten. Also wir haben ja gesehen, der Mensch kommt mit einem ganz offenen Hirn zur Welt, das steht ja hier. Offen und das ist so offen, dass jedes Kind sich an jedem Ort dieser Erde, wo erwachsene Menschen sich behaupten können, sich das Kind auch in diese Gemeinschaft der Erwachsenen einfügen kann und alles lernt, was die dort auch gelernt haben. Jeder von ihnen hätte auch ganz woanders groß werden können und dann wäre man als kleiner Amazonas, die heißen jetzt anders, nicht Indianer, die heißen
Natives. Ja, wenn man also so Native wäre im Amazonasgebiet, dann hätte man also, sie hätten gelernt, mit dem Blasrohr zu schießen, wie verrückt, und hätten sich ihre Nahrung von den Bäumen geschossen. Das kann man alles lernen, dafür ist das Hirn da, und man kann also sonst was lernen. Am Polarkreis, diese Inuit, die lernen, ich weiß nicht, 12 verschiedene Sorten von Schnee und haben dafür auch verschiedene Namen. Im Amazonasgebiet, die Kinder, die lernen, ich glaube, 120 verschiedene Grüntöne, die alle auch einen extra Namen haben. Es passt alles rein ins Hirn, wenn man in einer Welt groß wird, wo das auch wichtig ist. Dann bei uns kommt man hier mit hellgrün, mittelgrün und dunkelgrün. Kommt man da ganz gut zurecht. Und diese Tatsache, dass da so viel angelegt ist, und macht uns ja irgendwie erst zum Menschen. Das ist ein Riesenpotenzial, über das wir verfügen, und es ist noch nicht festgelegt, was daraus werden soll. Bei den Tieren ist das anders. Wenn ein kleines Fohlen auf der Weide da zur Welt kommt, das dauert eine halbe Stunde oder so, dann steht das auf seinen eigenen Beinen und am Nachmittag rennt das hinter der Mama her. Dem Pferd braucht kein Mensch zu sagen, wie das geht, Pferd zu sein. Bei Menschen ist das anders. Wir müssen es erst lernen. Und deshalb sind wir alle, weil keiner weiß, wie es geht, sind wir alle Suchende. Und das finde ich auch wunderbar, wenn man sich das gegenseitig immer wieder sagt, ja, wir sind alle Suchende. Und zu diesem Suchen, nämlich nach Lösungen für solche schwierigen Situationen, Probleme und Inkohärenzen, bei dieser Suche kann man sich verirren. Ja, das muss vielleicht sogar manchmal sein, dass man sich verirrt, weil es gar nicht zu vermeiden ist. Und wenn man sich dann so verirrt hat, dann müsste jemand kommen, der einem hilft, dass man wieder rausfindet. Und es müsste niemand kommen, der einem sagt, das ist der richtige Weg, da gehen wir alle lang. Und dann rennt so eine ganze Truppe in die falsche Richtung. Und all diese Lösungen, die Menschen so finden, das ist ja das, was im Hirn verankert werden. Und sie sind immer Ausdruck der Lösungen, die sie auf ihrer Suche, wie das Leben gelingen kann, gefunden haben. Die sind für diese betreffenden Menschen immer richtig. Diese ganzen Vorstellungen, dass das falsch ist oder richtig. Nein, diese Person hat in ihrer Situation und unter den Bedingungen, wo sie herkommt und wie sie aufgewachsen ist, keine andere Chance gehabt, als diese Lösung zu finden. Aber, und jetzt kommt die frohe Botschaft, dabei muss es nicht das ganze Leben lang bleiben. Das menschliche Hirn ist umbaufähig, kann bis ins hohe Alter nochmal neu vernetzt werden. Es können sich über einmal gefundene Lösungen, neue Lösungen drüber bauen und man kann sich sogar innerlich verwandeln und kommt dann als ein ganz anderer wieder raus. Das ist der große Punkt. Wir dürfen uns verirren, aber es ist eine Katastrophe, wenn man es nicht merkt. Also, ja, weil dann findet man nicht wieder zurück. Ja, und das ist sehr schwer. Also man verrennt sich ja nicht nur einzeln, sondern manchmal auch eine ganze Familie oder eine ganze Stadt oder ein ganzes Land. Und je mehr andere da auch noch so losrasen und in dieselbe Richtung, dann kann man oftmals eben beobachten, wie sich ein ganzes Gesellschaftssystem kollektiv verirrt. Und ich habe das Gefühl, dass wir im Augenblick in so einer Phase sind und deshalb ist es so schön, deshalb ist es so schön, dass wir uns gegenseitig daran erinnern können, dass das nicht so schlimm ist, dass es passieren kann und dass wir nur versuchen müssten, uns gegenseitig auch wieder rauszuhelfen aus dieser Währung. Und da kann man jetzt die Frage stellen, wie geht denn das? Ja, und die Frage würde ich dann gerne in dem zweiten Teil mit Ihnen beantworten, weil ich mit dem Matthias, natürlich, der kommt manchmal mit und das macht mich dann immer besonders glücklich und dann weiß er das auch mit diesen, das sind ja Verwicklungen, in die man da gerät. Ich habe es jetzt Verirrungen genannt, aber eigentlich verwickelt man sich in den eigenen Lösungen. Und dann hängt man da drin fest und wenn man sich so verwickelt hat, dann geht es nicht mehr weiter, da kann sich keine Sau mehr entfalten. Und dann hängt man in diesem Muster, in das man da reingeraten ist und dann ist das ganze Denken, Fühlen und Handeln von dieser einmal gefundenen
festen Überzeugung von dieser einmal gefundenen Lösung, von dieser einmal sich angeeigneten Haltung bestimmt. Und das ist so eine Katastrophe. Dann geht die ganze Offenheit verloren. Dann ist hier nichts mehr mit. Das Gehirn ist weit. Dann ist das Gehirn eng. Auf diese Lösung fixiert. Und ich kenne Menschen, die sind den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigt, als immer wieder Belege dafür zu suchen, dass sie recht haben. Und dass das so, wie Sie das sehen, total richtig ist. Und als der Matthias dann also oft genug gehört hat, hat er gesagt, pass mal auf, Gerald, ich mache mal ein Lied. Ich mache mal ein Lied, wo ich auf dem Cello zeige, was eine Verirrung und eine Verwicklung ist. Und dann hat er das gemacht und ich habe ihn gebeten, das jetzt mal für uns vorzustellen, sozusagen als Illustration für das, was uns allen im Leben passiert ist. Und dann können Sie alle rausfinden, an welcher Stelle Sie jetzt so gerade sind. Weil es hat dann auch ein Ende. Und das ist dann der zweite Teil und das Ende ist erfreulich. Los. Thank you.
bin immer wieder fasziniert, weil jedes Mal verirrt er sich in der Mitte auf eine andere Weise. Und jedes Mal kommt er am Ende wieder dort raus, wo es mal losgegangen ist, aber auf eine ganz andere Ebene. Es geht nicht darum, wieder zu Kindern zu werden, sondern es geht darum, im Leben Erfahrungen zu sammeln und dann wieder Anschluss zu finden und in Berührung zu kommen mit dem, was man als Kind mal an wunderbaren Dingen mit auf die Welt gebracht hat. Das ist übrigens das größte Glück aller Eltern, dass sie mit ihren Kindern, wenn sie ihnen zuschauen, beobachten können und von ihnen lernen können, was sie selbst bei ihren Versuchen, sich im Leben zurechtzufinden und im Hamsterrad der Karriereleitern und was es da alles gibt, stecken geblieben sind, was sie also in ihrem Leben an wichtigen Ausdrucksformen ihrer Lebendigkeit verloren haben. Man kann es nicht schöner erleben, wenn man sich im Laufe des Lebens verwickelt hat, müsste man jemanden haben, der einem hilft, sich wieder aus diesen Verwicklungen zu befreien. Und das kann nur jemand, der selber nicht verwickelt ist. Verwickelte Leute können sich immer nur gegenseitig verwickeln. Und diejenigen, die noch nicht so verwickelt sind, das sind unsere Kinder. Insofern bringen diese Kinder uns Eltern oder uns Erwachsenen jedes Mal diese einzigartige Chance, aus unseren eigenen Verwicklungen herauszukommen und uns wieder in unserer ganzen Lebendigkeit zu erleben. So, jetzt fasse ich das nochmal kurz zusammen. Im Gegensatz zu allem, was uns bisher erzählt worden ist, ist unser Gehirn nicht durch genetische Programme so programmiert, dass es genetische DNA-Sequenzen gäbe, die dafür verantwortlich wären, wie sich da oben irgendwas vernetzt. Dazu ist das Genom viel zu dumm. So viel kann es gar nicht, aber es kann viel mehr da oben bereitstellen, als in einem normalen Menschenleben jemals gebraucht wird. Das ist ein riesiger Überschuss, der da geschaffen wird. Und dann versucht man sozusagen immer wieder Zustände, weil da kommt ja Welt von außen und Eindrücke von außen. Man versucht immer wieder diese Dinge, die da auf einen hereinstürmen, zu verarbeiten, wie man das so sagt. Und jetzt haben wir schon gelernt, Lösungen zu finden, damit es wieder passt, damit es wieder kohärent wird. Diese Lösungen sind nicht immer günstig. Oftmals fällt man eben darauf herein, dass im Augenblick das eine gute Lösung ist. Also zum Beispiel, wenn Sie Ärger mit Ihrem Chef haben und dann kann das sein, dass Sie nicht es fertigbringen, dass auf so eine Weise zu lösen, wie es ihnen gut täte, sondern sie gehen mit dem ganzen Groll nach Hause und zu Hause wissen sie immer noch nicht, wohin mit dem Ganzen, und dann finden sie ihre Schnapsflasche im Regal. Ja, und wenn die halb leer ist, dann ist das der Ärger mit dem Chef vorbei, ist eine Lösung. Ja, die Vernetzungen, die sie dabei in ihrem Hirn eingesetzt haben, um diesen Ärger mit dem Chef sozusagen zu besaufen, die werden auch noch gefestigt und das nächste Mal brauchen sie schon nur noch an ihren Chef zu denken und dann rutscht ihre Hand zu der Flasche. So funktioniert es. Man wird am Ende ein Junkie seiner eigenen Lösungen und das Schlimmste ist, dass man mit bestimmten Lösungen, nämlich zum Beispiel sich über andere hinwegsetzen, anderen zu sagen, was sie zu tun und zu lassen haben, dass man mit solchen Lösungen bisweilen extrem erfolgreich ist. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann, weil jemand, der sozusagen mit so einer Verwicklung in der Welt unterwegs ist und andere Leute auch noch ständig verwickelt und dabei auch noch erfolgreich ist, der hat keine Chance. Da würde ich sagen, den kann keiner mehr ändern. Weil der sieht ja gar nicht, dass ihm was fehlt. Der ist ja total happy. Und deshalb wollen wir jetzt über diese ganz katastrophalen Fälle von extrem erfolgreichen Leuten hier nicht reden, sondern wir reden über das, was uns so alles an Verrücktheiten eingefallen ist, über die Schrullen und Macken und über die Vorstellungen und die festen Überzeugungen, mit denen wir da rumrennen, die uns häufig schon das ganze Leben bestimmen und uns aber wirklich im Grunde genommen eher eng machen, weil wir immer alles durch diese Brille dieser einmal entstandenen Vorstellung sehen. Und dann heißt die Frage, wie geht das auf? Und da gibt es drei Möglichkeiten, wie das wieder aufgeht, wie das Hirn wieder weit wird. Die erste ist unangenehm. Also man kann es mit seiner Macke so weit treiben, dass man, also Macke, also mit dem Geltungsdrang, mit der Klugscheißerei, mit der Besserwisserei und was es da noch alles so gibt, mit der, was hier sehr verbreitet ist, vor allen Dingen im Westen, mit diesem Glauben, man könne alles kontrollieren.
Mit so einer Macke kann man es sehr weit treiben und irgendwann rennt man gegen die Wand. Ja, da kommt dann plötzlich ein Virus, dann denkt man, das könnte man auch noch besiegen, man hat ja alles besiegt. Und dann stellt sich raus, man kann das Leben nicht besiegen und ein Virus erst recht nicht. Muss man eine andere Strategie finden. Und manchmal kommt es so schlimm, dass man tatsächlich gegen die Wand läuft, dann ist das diese große, schwere Lebenskrise, in die man hineingerät, weil es jetzt gar nicht mehr weitergeht. In der alten Strategie, mit der man sich identifiziert hat, geht es nicht mehr. Was anderes fällt einem nicht ein. Dann versucht man immer heftiger und immer noch mehr. Und das geht aber nicht, wird nicht, kommt nicht dorthin, wo es hin soll. Man fühlt sich nur noch im Hamsterrad. Und dann kommt manchmal die schwere Lebenskrise oder der Burnout. Burnout ist dann sozusagen das Zeichen, dass der Körper gemerkt hat, hier geht es nicht mehr. Und manche, das ist ja, da kommt ja im Hirn alles durcheinander, wenn man so einen schweren Burnout hat. So als ob man mit 100 Stundenkilometer gegen die Wand gelaufen ist. Und manche haben dann diese Gelegenheit, mit etwas in Berührung zu kommen, was sie die ganze Zeit zugeschüttet haben. Also wir haben gesagt, es wird gehemmt. Ihre Entdeckerfreude, ihre Lebenslust, ihre Freude am Tanzen, am Singen. Und plötzlich merken sie, da ist das ja alles noch da. Das ist ja nicht weg, das war doch nur zugeschachtelt von diesen ganzen Vorstellungen, die man hatte, damit man endlich erfolgreich sein konnte. Und da gibt es einzelne Unternehmer, die in so einer Situation zu sich selbst zurückfinden. Die Suche nach dem verlorenen Glück, das meine ich damit. Die plötzlich merken, hey, das war es doch gar nicht. Was habe ich denn hier die ganze Zeit gemacht? Und dann kommt die große Verwandlung. Man liest manchmal davon. Erst war er erfolgreicher Unternehmensgründer und dann kam der Burnout und dann ist er anschließend Bienenzüchter geworden, Imker. Und wenn ich das so sage, merken Sie, warum das nicht so eine günstige Lösung ist. Erstens, in dieser krisenhaften Situation kann man umkommen. Da kann man so schwer krank werden, dass man sich nicht wieder rappelt. Also das kann ich deshalb keinem wünschen, was wir immer so sagen, es muss noch schlimmer kommen, damit du zur Vernunft kommst. Nein, das ist alles viel zu gefährlich. Ja, und es sind nur ganz wenige, die die Kurve kriegen. Die meisten sammeln ihre Einzelteile nach dem Crash wieder zusammen und versuchen, das zusammenzukleben und machen anschließend noch verrückter weiter als vorher. Also ist das keine gute Idee. Die erste streichen wir mal. Die zweite wäre schon schöner, aber die ist zu selten. Also die heißt nämlich, man kann manchmal so etwas erleben als Mensch, was wir dann eine Sternstunde nennen. Also man ist irgendwo und plötzlich gehen einem die Augen auf. Im Kino, beim Lesen eines Buches, manchmal im Wald, wo man steht man vor so einer alten Eiche und dann fällt man auf die Knie und merkt, mein Gott, was führe ich denn hier für ein Leben? Das ist doch gar nicht das. Ich bin ja gar nicht mehr richtig lebendig, ich funktioniere ja nur noch. Und da kann in so einer Sternstunde kann es passieren, dass jemand beschließt, nicht mehr so weiterzumachen. Dann, aber Sie ahnen schon, sehr selten. Und manchmal sieht man das ja auch, dann ist so ein Film und der ist wirklich so ergreifend und die Leute sitzen da drin, es hat sie wirklich erwischt. Und dann geht dieser Abspann und keiner wagt sich aufzustehen, weil sie alle noch so ergriffen sind und weil sie so berührt. Und dann haben sie dann aber doch das dringende Bedürfnis, rauszugehen, ein kleines Weinchen zu trinken, zu schwatzen. Und so ist man dann schnell über diese Sternstunde hinweg und dann ist es eben nur noch eine Sternschnuppe. Das war's. Und dann geht's weiter wie vorher. Und deshalb ist das auch keine gute Variante. Und die dritte ist die ich Ihnen hier für Chemnitz eigentlich gerne mit auf den Weg geben möchte. Die kann jeder und die ist total easy. Ich weiß auch nicht, warum wir das nicht machen. Das können Sie sich dann aber auch noch genauer fragen. Man könnte auch versuchen, ein kleines bisschen liebevoller mit sich selbst umzugehen. Man könnte sich doch bei allem, was man tut, fragen, ob das, was man da tut, einem auch selber gut tut. Das heißt ja nicht, dass man nicht ab und zu mal auch das Klo putzt oder irgendwelche Dinge tut, die auf den ersten Blick unangenehm sind. Aber am Ende tut es einem gut, weil man merkt, man hat einen wichtigen Beitrag geleistet. Ich sehe manchmal Müllfahrer durch die Stadt fahren und denke, das muss doch der letzte Job sein, dieser Gestank und dann diese niedrige soziale Stellung. Gucken Sie sich die mal an. Die sind glücklicher als meine Professoren an der Uni.
weil die leisten einen wichtigen Beitrag für die Stadt. Und das wissen die auch. Also man könnte so in vielen Gelegenheiten versuchen, es so zu machen, dass es einem gut tut. Also beim Essen zum Beispiel. Man muss doch nicht jedes Mal in den Bäckerladen reingehen und sich so ein süßes Teilchen holen. Bekommt einem sowieso nicht, weiß man doch. Manchmal hat es auch Nebenwirkungen. Und man könnte doch auch sagen, nee, mache ich jetzt nicht. Man muss auch nicht essen, wo es nicht schön ist. Wozu muss man denn auf der Straße essen? Muss ich mit Leuten essen, die ich nicht mag? Nee, muss ich doch nicht. Kann ich doch sagen, nein, ich bleibe heute lieber zu Hause. Esst ihr mal alleine. Und noch schöner wird es ja abends vor diesen Geräten, ne? Also Fernseher oder Internet oder so für Rechner, Monitor. Da, meine Damen und Herren, es gibt da einen Knopf. Da kann man draufdrücken und damit vermeiden. Damit vermeidet man, dass man sich hinterher ärgert, dass man sich das angeguckt hat. Ja, weil so, und jetzt kommt es eigentlich, wo ich hin will. Indem Sie wieder darauf achten, dass Sie bei allem, was Sie tun, sich fragen, ob Ihnen das auch gut tut. Indem Sie anfangen, liebevoller mit sich selbst umzugehen, müssen Sie sich ja auch fragen, was Ihnen gut täte. Und da habe ich kürzlich habe ich mal das versucht, das ist ja auch mühselig, habe ich so eine Frau gefragt, sage, was täte Ihnen denn gut? Was hätten Sie gerne? Das, ja, so. Und dann hatte ich gesagt, oh, eine Kreuzfahrt hätte ich so gern. Die weiß nicht, was sie sagt. Ja, das, weil, dann habe ich, aber ich habe dann weitergemacht. Ich habe gesagt, und warum? Ach, ich bin immer nur hier in dieser Klitsche und ich möchte mal was von der Welt sehen. Habe ich gesagt, Bedürfnis nach Autonomie und eigenen Gestaltungsmöglichkeiten und nach Entdeckung, das können Sie aber auch bei sich in Witzenhausen. Na ja, so. Und dann hat sie gesagt, aber dann kommt man doch dort mit Leuten zusammen und dann ist das dann immer alles mit dem Tanz und mit diesen ganzen Veranstaltungen auf dem Schiff. Ich sage, Bedürfnis nach Verbundenheit, das können Sie aber viel besser in Witzenhausen. Das heißt, dass am Ende stecken da diese wahrhaftigen Bedürfnisse schon unten drunter, nur manchmal muss man sie rauskitzeln und wenn man Menschen in eine Situation bringt, wo die sich wirklich ernstlich mal fragen, was ihnen gut täte, dann kriegt man auch die richtigen Antworten. Und die heißen, ich möchte gerne Raum haben zur Entfaltung, wo mein Hirn aufgeht und nicht immer weiter zu. Ich möchte gerne Gelegenheit haben, dass ich meinen Blick erweitere und dass ich Möglichkeiten finde, das, was alles in mir drin ist, auch der Welt zu schenken. Und das wäre das erste Grundbedürfnis nach Autonomie, Freiheit, Gestaltungsmöglichkeiten. Und dann kommt immer gleich das andere. Und ich möchte doch mit anderen Menschen so zusammenleben, dass wir uns verstehen und uns gegenseitig helfen und uns aufeinander verlassen können. Das Bedürfnis nach Verbundenheit. Und indem ich anfange, liebevoll mit mir umzugehen, frage ich mich, was mir gut tut. Und dann mache ich es ja auch noch. Und damit sind die beiden Bedürfnisse auf eine ganz verrückte Art und Weise gestillt. Ich verbinde mich wieder mit mir selbst, weil ich mich frage, was mir gut täte. Und ich gehe dann los und schalte den Fernseher aus und erlebe mich als Gestalter meines Lebens. Plötzlich kann ich den Abend für was benutzen, was mir wirklich gut tut. Was Sie da machen, ist mir egal. Aber Hauptsache nicht immer das. So, und jetzt wird es wirklich spannend. Wenn Sie jetzt sich mit sich selbst wieder so verbunden haben und diese Grundbedürfnisse in sich selbst stillen können, lassen Sie die anderen erstmal alle weg. Die können Sie sowieso nicht ändern. Das ist der Kernsatz des ganzen heutigen Abends. Hören Sie auf, andere Menschen verändern zu wollen. Der Einzige, der sich verändern kann, sind Sie selbst. Und wenn Sie jetzt Ihre Grundbedürfnisse endlich mal ernst nehmen und sich wieder daran erinnern, was das für eine Freude war, als Sie noch als kleiner Junge da mit dieser ganzen Begeisterung die Welt entdeckt haben und Sie dann zum Tango-Kurs gehen und dann plötzlich, oder was immer Sie da machen, aber etwas, was Ihnen gut tut, dann sind Sie auf einmal kein Bedürftiger mehr und keine Bedürftige. Und jetzt ahnen Sie, dass die meisten Menschen in unserem Land als Bedürftige herumlaufen und es ihnen noch nicht gelungen ist,
diese Bedürfnisse auf irgendeine Art und Weise zu stillen, weil sie es immer im Außen versuchen. So, und jetzt könnte man es mit sich selbst machen und dann ist man kein Bedürftiger mehr. Und dann passiert was ganz Wunderbares. Wenn ich kein Bedürftiger mehr bin, muss ich nicht immer was von anderen kriegen wollen. Bedürftige wollen etwas haben. Die wollen Macht haben, die wollen Anerkennung haben, die wollen was weiß ich was alles haben, aber die wollen immer von anderen was haben. Die zerren an uns herum, diese ganzen Bedürftigen. Und deshalb sind auch Leute, die nach Macht streben und nach Einfluss und nach Anerkennung, das ist immer nur Ausdruck der Tatsache, dass ihnen was fehlt. Das sind keine mächtigen Leute. Sondern wenn ich das nötig habe, mir Macht anzueignen und über andere wie Objekte zu behandeln und meine Interessen sozusagen auf deren Kosten durchzusetzen, dann ist das ein armseliges Zeugnis meiner eigenen Bedürftigkeit. Und wenn ich nicht mehr so bedürftig bin, muss ich nicht immer was von anderen haben und dann bin ich das erste Mal in meinem Leben jemand, der anderen etwas schenken kann. Wie schön ist das denn? Und das macht Spaß, das sage ich Ihnen. Das ist ein völlig neues Leben. Nicht immer zu gucken, was du von anderen kriegen kannst und wie du die verändern kannst, sondern sich fragen, was du denen schenken kannst. Aber damit du das kannst, musst du die erstmal selber beschenken. Wenn du selbst noch immer zu was haben willst, geht's nicht. Und deshalb würde ich mir so sehr wünschen, dass hier in Chemnitz so ein Impuls losgeht und Menschen anfangen, einander zu helfen, aus dieser Bedürftigkeit rauszukommen. Sich gegenseitig einladen, ermutigen und inspirieren, nochmal was Neues auszuprobieren, nochmal dem Leben sich zuzuwenden, sich nicht immer klagend hinzusetzen und zu sagen, die Regierung ist scheiße und die sind blöd und die sind doof und keiner kann es. Nee, selber machen. Ja, und dann hat man, wenn man anfängt, als ganze Gemeinschaft so loszugehen, dann wird auch zwangsläufig eine Situation entstehen, wo diese Führungskräfte, die man ja doch schon irgendwo braucht für so eine große Stadt wie Chemnitz, die werden erkennen, dass sie die Menschen nicht führen müssen, sondern sie müssen einen Rahmen bauen, der den Menschen hilft, dass sie sich selber führen können. Das ist es. Das ist Politik. Und wenn ich mich dann hier in Chemnitz umgucke, das ist ja beeindruckend. Also das tut mir wirklich leid, es ist nicht so, wenn man so frisch kommt, ist nicht so schön. Aber wenn ich dann die Leute angucke und ich gehe dann so ein bisschen über diese Straßen hier, dann sehe ich lauter offene Gesichter. Viele. Viel mehr, als man so für möglich halten würde. Das heißt, hier ist ein Riesenpotenzial an tollen Menschen. Nur die müssten sich auch erkennen. Und ich sage Ihnen, wie das geht. Man kann ja den anderen nicht ändern, man kann ihm nur zeigen, dass man es gut mit ihm meint, dass man ein Interesse an seiner Entfaltung hat. Und das ist gar nicht so schwer, diese Einladung. Da muss man auch überhaupt nicht dazu reden, das reicht, wenn man den anderen anlächelt. Na, dann geht's schon. Und da passiert was ganz Wunderbares. Das ist im Grunde genommen das Geheimnis, wie man aus einer Objektbeziehung in eine Subjektbegegnung kommt. Da muss sich immer der eine öffnen und muss sich als Subjekt zeigen. Das mache ich, indem ich lächle. Und der andere, der immer Angst hat, dass ich ihn wie ein Objekt behandle, merkt plötzlich, dass ich mich ihm zeige. Ich öffne mich damit. Ich mache mich auch verletzlich. Ich gebe vielleicht auch zu, dass ich nicht der liebe Gott bin und nicht alles hinkriege und dass ich lauter Fehler mache. Aber ich zeige mich dir und das Ergebnis ist immer, dass der andere auch aufgeht und sagt, ja, ich habe auch nicht alles so gut hingekriegt. Und ich habe auch manches blöd gemacht. Als Eltern kann man das wunderbar machen, wenn man Kinder hat, die dann die dann irgendwann in dem Alter sind, wo sie dann den Eltern deutlich genug sagen, dass das nichts war, was sie da. Also jedenfalls nicht so gut. Dann, warum darf man dann nicht mal zugeben, dass man sich Mühe gegeben hat und dass man es gerne anders gemacht hätte, man hätte es aber nicht anders gewusst und man hat es eben auch nicht anders gekonnt. Es ist auch keiner da gewesen, der einem gesagt hat, wie das anders geht und da hat man es eben wieder so gemacht, wie Mama es auch schon gemacht hatte und die Mama davor auch und deshalb geht es ewig so weiter. Dieses zu durchbrechen, das wäre eigentlich eine wunderbare Geschichte. Dann wären die Menschen glücklicher, die wären liebevoller, die wären auch friedfertiger.
Ja, weil es ist doch immer, wenn ich nicht liebevoll mit mir selbst umgehe, kann ich auch zu keinem anderen liebevoll sein. Wenn ich nicht in mir selbst so etwas wie einen inneren Frieden empfinde, dann bin ich ein Spaltpilz in der Welt. Und da muss ich immer Konflikte bei anderen schüren. Und wenn ich nicht selber glücklich bin, dann kann ich auch keinem anderen Menschen was schenken, dass der glücklich wird. Das ist eigentlich so banal. So, und jetzt gucken wir mal, wie wir das hier in Chemnitz hinkriegen. Ich habe gesehen, es gibt schon eine ganze Menge richtig tolle Initiativen. Ich weiß, dass es hier Kindergärten gibt, wo die Leiterinnen dieser Kindergärten mit ihrem Team versuchen, es anders zu machen. Gucken Sie sich das an. Das kriegt man raus, wo die sind. Ich will die jetzt hier nicht aufzählen. Ich habe aber gesehen, dass es so etwas gibt, wie zum Beispiel diesen Garagencampus. Da gehe ich auch morgen hin und gucke mir das an, weil es mich interessiert. Das ist doch irre, dass eine Stadt so ein altes Straßenbahndepot nimmt und es den Bürgern zur Verfügung stellt, damit die dort ausprobieren, was man mit sowas machen kann. Sich selbst auch ausprobieren können. Das sind Dinge, die in die Richtung gehen, dass man als Chemnitzer plötzlich merkt, wow, toll. So, und Chemnitz kann niemals alleine existieren ohne diese ganzen anderen Ortschaften, die im Umland sind. Das heißt, sie müssen raus aus der Nummer, dass sie hier eine Stadt sind. Sie sind eine Region mit einer wunderbaren Stadt in der Mitte. Und da gehören alle dazu. Ja, und dann haben wir noch eine Idee gehabt. Also es ist auch wichtig, dass Sie das vielleicht mitnehmen. Es ist immer ein Einzelner, der anfängt. Hören Sie auf zu warten, dass irgendwie das Glück über sich kommt. Gucken Sie, ob Sie selber anfangen können oder achten Sie darauf, ob jemand anders angefangen hat. Jetzt kann ich es ja verraten. Also ich wäre von mir aus ja nie auf die Idee gekommen, nach Chemnitz zu kommen. Und der Bürgermeister hat mich auch nicht eingeladen. Andreas Kruse, ein Rentner. Ein Rentner, dem das Wohl und Wehe dieser Stadt offenbar wirklich am Herzen liegt, meldet sich bei mir und sagt, Hüter, können Sie denn nicht mal nach Chemnitz? Und da habe ich gesagt, ich mache keine Vordenkmerke. Aber wir könnten es wirklich gebrauchen. Und dann hat er mich so lange belatschert, dass ich gesagt habe, okay, ich komme. Und dann, ja. Und so etwas kann jeder. Da muss man nicht warten, bis der Andreas kommt. Das kann man auch selber. Jeder hat irgendwelche Möglichkeiten, jeder kennt irgendjemanden, jeder kann irgendetwas tun, dass aus dieser wunderbaren Stadt Chemnitz eine Perle wird. Eine Perle, wo sich überall herumspricht, dass die Menschen hier so nett sind und dass die so zugewandt sind und dass es hier ein so schönes Miteinander gibt wie nirgendwo anders. Das wäre die richtige Grundlage für die Welt oder für die Kulturhauptstadt Europa. Dass man hierher kommt und merkt, hier sind Menschen, die offen sind, die einen einladen, ermutigen, inspirieren, die einem die Stadt zeigen, die für einen da sind und denen es vor allen Dingen selber gut geht, die selbst auf der Straße ihre Feste feiern und nicht warten, bis irgendwas organisiert wird. Das kann man alles machen. Naja, wir können nachher im Foyer noch ein bisschen darüber reden. Ich weiß, dass auch Ihre Bürgermeister, der von Chemnitz und auch auch die Bürgermeister aus den umliegenden Ortschaften, ein Rieseninteresse hätten an so einer Bewegung. Die wissen aber nicht, wie man es macht. Und deshalb müssen Sie es machen. Das ist Ihre Stadt. Das ist Ihre Region. Natürlich, hirntechnisch, also im Sinne des Energiesparmodus, ist es natürlich besser, man lässt das andere machen. So, und der Herr Kruse hat mit einigen anderen, der Andreas hat mit einigen anderen so einen Button hergestellt. Und ich hefte mir den jetzt mal hier ran. Jeder hat sowas gekriegt. Der hat ein paar tausend so eine Dinger gemacht. Ich weiß gar nicht, wer das bezahlt hat. Und wenn einer nicht so gerne lächelt, wenn er hier durch Chemnitz geht, kann er sich ja wenigstens das Ding drum machen. Dann erkennt man, dass der hier war und dann sind auch noch in dem Beutelchen ein paar mehr, die können Sie zu Hause verschenken, sodass dann die halbe Stadt hier mit diesen Buttons rumläuft und man dann erkennt, okay, wir machen uns auf den Weg.
und wollen eine Stadt des Miteinander werden, die blüht und in der sich all das, was in den Menschen und in den einzelnen Bereichen angelegt ist, auch wirklich entfalten kann. Damit möchte ich mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Es ist wunderschön gewesen, Sie ein bisschen in diese Welt einzuführen, und ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen gefallen. Und zum Schluss. Ja, vielen Dank, Matthias Hübner. Vielen Dank, Gerald Hüther. Ich möchte euch gerne noch mal auf die Bühne holen. Wir haben nämlich, hoffentlich hat der Matthias das jetzt gehört, haben nämlich noch ein Geschenk, eine kleine Überraschung vorbereitet. Genau. Wo ist er? Hier. Genau. Es ist ja am Wochenende Hutfestival, und Sie bekommen jetzt einen schönen Hut, damit Sie eine richtig tolle Figur abgeben hier in Chemnitz. Ui. Und der dritte Hut, da bitte ich den Andreas Kruse nochmal auf die Bühne. Ohne den... Ja, also ohne Andreas wäre das heute einfach nicht zustande gekommen, dieser Abend. Ich danke auch nochmal dem Ralf Schulze ganz herzlich, dass er ohne zu zögern gesagt hat, das machen wir hier in der Stadthalle. Also das hat uns alle ermutigt bei der Organisation. Vielen Dank. Vielen Dank dem Team der Stadthalle, das alles mit super vorbereitet hat. Danke, dass Sie und ihr alle da wart. Also ich bin jetzt ganz optimistisch, dass das nächstes Jahr und überhaupt in Zukunft wirklich hier toll wird in Chemnitz und in der Region. Danke an die Bürgermeister, mit denen ich vorhin gesprochen habe. Und ja, ich freue mich, dass es jetzt noch die Gelegenheit gibt im Foyer für Sie alle, wenn Sie mit Herrn Hüther ins Gespräch kommen möchten, dort noch zu sein, und es wird auch noch was zu trinken geben dort. Und ja, damit beenden wir jetzt den Abend erstmal hier auf der Bühne. Einen guten Nachhauseweg, oder wir sehen uns dann im Foyer. Und vielen Dank nochmal hier an alle vom Team. Applaus